Es gibt viele schreckliche Menschen da draußen in der Welt. Es gibt viele grausame Mörder, grausame Entführer, Leute, die foltern und vieles, vieles mehr. Doch obwohl FBI und Polizeibeamte immer wieder die schrecklichsten Fälle vorgelegt bekommen, gibt es manchmal Leute, die alle Erwartungen übertreffen und selbst die abgehärtetsten Polizisten verstören können. Ein solcher Mann war Robert Christian Hansen, besser bekannt als The Flying Nightmare, der fliegende Albtraum. Ein Mörder, der erst vor wenigen Jahren seine Morde begangen hatte und damit in die Geschichte eingehen sollte. Und seinen Vorfall möchte ich heute hier einmal euch vorstellen. Aber macht euch gefasst, das, was er getan hatte, ist nichts für schwache Nerven. Denn ihr müsst Folgendes wissen, Robert Christian Hansen war nicht wirklich bekannt, dass er ein schlimmer Mensch gewesen ist. Er hatte einmal etwas Schlimmes getan, was keine Lappalie gewesen ist. Er hatte ein Feuer gelegt gehabt und kam dafür sogar für 3 Jahre ins Gefängnis. Doch nach dieser Strafe, die er gekriegt hatte und der Scheidung von seiner Frau, war er nicht mehr auffällig geworden. Niemand hätte gedacht, dass er ein schlimmer Mensch gewesen ist. Er hatte eine ganz normale Familie dann noch gehabt mit einem Sohn und einer Tochter und eine Bäckerei, die wirklich sehr viel Geld abwarf, so viel, dass er sogar ein kleines Privatflugzeug besaß. Er war ein recht normaler und zurückgezogener Mensch gewesen. Schon in seiner Jugend, beziehungsweise als er ein Kind gewesen ist, sagten Leute von ihm, dass er bekannt war dafür, dass er extrem zurückgezogen war, dass er sehr einsam wirkte und von anderen Kindern immer und immer wieder gemobbt wurde, einfach weil er stotterte. Doch sein ganzes Leben, auch wenn er nach außen hin recht normal wirkte, war geplagt von den unterschiedlichsten grausamen Dingen, die er tat. Denn es gab einen Vorfall im Jahr 1983, also vor gar nicht so langer Zeit, als eine 17-jährige Prostituierte panisch zur Polizei ging. Sie ging zu diesen Männern und sagte, dass sie unbedingt Hilfe brauchte, weil ein Mann sie entführt hatte bzw. sie zu Hause gefangen hielt, sie dann dort folterte, sie vergewaltigte und sie dann mitnehmen wollte an einen besonderen Ort. Diese Person hatte sie eben im Keller festgekettet und dann gesagt, dass sie sich in die Person verliebt hätte oder sie sehr mögen würde und gerne mit dem Privatflieger wegfliegen möchte. An einen Ort weit weg, in einen Wald rein. Und dann, als sie auf dem Weg zum Flughafen waren, beziehungsweise als sie am Flughafen gewesen sind, schaffte diese Prostituierte es gerade eben noch so zu entkommen. Die Person, die eben von dieser Prostituierten beschrieben wurde, war Robert Christian Hansen gewesen. Sofort machte sich die Polizei auf den Weg, diesen Mann eben zu finden, allerdings ohne größeren Erfolg. Denn zwar konnte man ihn auffinden, aber er bestritt einfach diesen ganzen Vorfall und konnte sogar ein Alibi vorlegen, das später von 2 Geschäftspartnern bestätigt wurde. Er hatte also ein Alibi, dass er diese Tat nicht begangen haben konnte und sagte auch, dass er diese Prostituierte noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hatte. Doch eine Sache war seltsam gewesen. Denn dieser Wald beim Knick River, wie er hieß, war in der letzten Zeit immer wieder in den Nachrichten gewesen. Denn an diesen seltsam abgelegenen Ort, wo dieser Mann angeblich sie mitnehmen wollte, wurden immer wieder Leichen von Frauen gefunden. Zunächst fand man die Leiche einer Frau, die teilweise von einem Bären gefressen wurde. Doch obwohl sie von einem Bären eben schon unkenntlich zerfetzt wurde, erkannte man, dass sie Einstichswunden von einem Messer hatte. Sprich, dass irgendjemand sie zuvor umgebracht und verscharrt haben musste. Wenig später fand man dann noch 2 weitere Frauenleichen, 2 Prostituierte, die erschossen wurden. Das Besondere war aber, dass diese Frauen zwar erschossen wurden, aber ihre Klamotten niemals Schusswunden aufwiesen. Obwohl also unter ihren Klamotten Einschusslöcher waren, waren ihre Klamotten noch völlig in Ordnung gewesen, nicht durchlöchert oder durchschnitten. Es fiel auf, dass alle diese Frauen, all diese Leichen, die in diesem Wald entdeckt wurden, Prostituierte gewesen sind. Und eben ab diesem Moment wurde den ermittelnden Beamten eine Sache klar. Ein FBI-Experte, der sich eben mit den unterschiedlichsten grausamen Fällen schon beschäftigt hatte, machte sich auf die Suche nach Antworten und erstellte ein Täterprofil, das perfekt auf eben Robert Christian Hansen passte. Und zwar hatte er Folgendes herausgefunden. Der Grund, warum eben diese jungen Frauen Einschusslöcher hatten, aber ihre Klamotten nicht, war, weil Robert Christian Hansen sie nach der schrecklichen Tat wieder angezogen hatte. Doch die Tat war besonders gewesen.
Und zwar hatte er Frauen eben in seiner Heimatstadt aufgelesen, Prostituierte, Frauen, die also nicht wirklich Familie hatten, Freunde, die ihnen helfen könnten, einfach Personen, die wahrscheinlich erst lange Zeit nach ihrem Verschwinden vermisst werden. Diese Frauen waren das perfekte Opfer für ihn gewesen, weil er sie umbringen konnte und man eine lange Zeit gar nicht mitkriegen würde, dass sie verschwunden sind. Robert Christian Hansen hatte dann also diese Frauen mitgenommen in sein Privatjet und zu diesem Knick River geflogen. Dort hatte er sie dann gänzlich entkleidet, eventuell vergewaltigt und sie dann losgeschickt. Sie sollten weglaufen. Denn ihr müsst wissen, Robert Christian Hansen war ein sehr leidenschaftlicher Jäger gewesen. Schon als er klein war, war er immer wieder auf die Jagd gegangen und hatte eine Vorliebe dafür entwickelt. Und das war eben die Tat, die er beging, die so grausam war, dass alle Polizeibeamten, sogar FBI-Experten, verstört gewesen sind. Denn Robert Christian Hansen hatte diese Frauen losgeschickt von einer kleinen Waldhütte und sie dann mit etwas Vorlauf gejagt. Er schickte also diese Frauen los, dass sie etwas Land gewinnen konnten, dass sie also etwas wegrennen konnten und fing dann an, mit einem Gewehr sie zu verfolgen. Und jede einzelne dieser Frauen hatte er in dem Wald dann gefunden und umgebracht. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass dieser Mörder nicht nur Menschen einfach töten wollte, er wollte daraus sogar noch ein grausames und ekelhaftes Spiel machen. Er wollte diese Frauen wie Tiere jagen und schickte sie deswegen durch den Wald. Diese Frauen hatten Todesangst gehabt. Sie waren mitgenommen worden an einen Ort, den sie nicht kannten, einen Wald, der für Christian Hansen eben ein bekannter Ort gewesen ist, und sie versuchten alles dort irgendwie zu entkommen. Doch jedes einzelne Mal hatte er es geschafft, sie wiederzufinden. Er hatte seine Opfer dann gejagt und umgebracht. Wenig später wurde das Haus von Robert Christian Hansen untersucht und man fand die Waffe, die zu den Patronen passte, die im Wald gefunden wurde. Zudem fand man Schmuck von den ermordeten Frauen und sogar Papiere, die eindeutig bewiesen, dass er der Mörder war. Nachdem er zunächst alles abstritt nach seiner Inhaftierung, gab er zu, dass er die Frauen ermordet hatte, als ihm die Todesstrafe drohte. Er hoffte, dass er ein milderes Urteil dadurch kriegen würde, wenn er eben die Wahrheit sagte. Er gab zu, dass er insgesamt 17 Frauen im Alter von zwischen 17 und über 40 umgebracht hatte. Und er hatte immer wieder das Gleiche getan, genauso wie der FBI-Experte es ermittelt hatte. Er nahm diese Frauen mit an diesen Ort und wollte sie dann jagen. Er sagte, dass er nur die Frauen mitnahm, die sich eben nicht gut verhielten oder beziehungsweise die seine Wünsche nicht immer erfüllten, seine sexuellen Wünsche, und diese Frauen sollten von ihm, wie er es nannte, bestraft werden. Deswegen zog er sie dann aus und schickte sie in den Wald, um sie dann auf brutale Art und Weise zu jagen, nur um sie dann nach dem Tod wieder anzuziehen und dort einfach liegen zu lassen, in den Fluss zu werfen oder irgendwo zu verscharren. Er war ein grausamer Mörder gewesen. Ein Mörder, der es schaffte, viele, viele Menschen auf der ganzen Welt zu verstören. Doch auch wenn er beichtete, wurde dies nicht für ihn leichter. Denn er hat keine mildere Strafe gekriegt. Im Jahr 2014 wurde er dann schlussendlich hingerichtet. Und dies war dann das Ende von der Geschichte von Robert Christian Hansen. Einer der wohl widerwärtigsten und schrecklichsten Mörder, die es überhaupt jemals gab. Ich hoffe, euch hat dieser Vorfall interessiert, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.